Hallo und Servus, liebe Freunde, und willkommen zurück zu No Man's Sky. Und wir sind in einer Anomalie gefangen. Nein, sind wir natürlich nicht. Wir gucken uns ein bisschen um. Schauen uns dann die Priester an, die komischen Gag. Holen wir uns irgendwie so einen Atlas-Pass oder keine Ahnung, was diesmal dabei haben. Und dann geht's wieder weiter auf die Reise, denn wir haben uns ja einen super tollen Warp-Antrieb gekraftet, der uns ewig weit wegbringen wird von diesem Spiel. So. Nein, ans Ziel dieses Spiels. Ja, ich bin eigentlich da langsam, will ich da was sehen. So. Korvax-Konvergenz sehnen sich nach nicht konformer Nada-Hülle. Konvergenz unlogisch. Daten von reisenden Ergebnissen. Und wieder stehe ich vor dem größten Verteilungsfehler bei Galaxie. Mehr erkunden. Nadas normalerweise verhaltene Gestalt bibbert und tanzt. Das äußerliche Symptom eines innerlichen Kampfs. Schimmernde Lichter fluoreszieren über sein Visier. Manchmal scheint eine andere Entität hinauszustarren. Ich greife fest nach seinem Arm und schon bald setzt sich ein vertrautes Lichtmuster durch. Die Korvax versuchen unaufhörlich, ihre fehlgeleitete Hülle zurückzubekommen und Nadas Existenz auszulöschen. Aber die Priesterentität wird nicht nachgeben, bis sie nicht das Rätsel der Realität gelöst hat. Weg des Atlas. Weg des Atlas in das Zentrum. Komm, sag mal eine Abkürzung zum Zentrum. Ja, ein schwarzes Loch. Wunderbärchen. Sehr schön. Weil das mit dem Atlas, weiß nicht, ob das nicht so eine Neverending Story irgendwie ist. So, und von dir holen wir uns auch nochmal was, Polo. Und das ist immer derselbe, sind es immer dieselben. Ich meine, haben die verschiedene, haben die mehrere Instanzen von sich, so. Units hier, Units dort. Geh du mal lieber fort. Eine seltsame und traurige Weise zu leben, was? Erfüll deine Taschen mit ihnen und wir finden heraus, warum sie die Welten hier regieren. Als Polo mich sieht, schenkt er mir ein warmes, breites Lächeln. Vielleicht ein wenig zu breit, wenn man bedenkt, dass wir uns doch erst zweimal gesehen haben. Vielleicht fühlt sich der fröhliche Gag hier draußen alleine, wo er doch nur den nervösen Korvax-Priester an seiner Seite hat. Dieses Mal sprechen wir über Reichtum. Wie kann die Wirtschaft funktionieren, wenn sie eine gesamte Galaxie umspannt? Wie viel können solche Handelsterminals wirklich auszahlen? Polo wäre für jegliche Erkenntnisse dankbar. Es funktioniert gar nicht, lieber Polo. Hier wird nämlich nur Scheiße verkauft, immer. So, Reichtum Daten übertragen, bitteschön. Die Angst, dass Polo meine Units stehlen würde, war unbegründet. Stattdessen starrte er kurz auf ein unverständliches Diagramm und lacht plötzlich lautlos, als ob er einen Witz gemacht hätte. Schön. Neue Technologie, Zielsuch, Blitzadapter, Blitzwerfmunition erkennt und verfolgt Bewegungen des Ziels. Supi, supi, dupi brauchen wir natürlich nicht. Denn wir sind sehr friedlich. Sehr, sehr friedlich. Und töten niemals, niemals, wenn wir das tun, dass wir da jemanden denn, hier wegklatschen. Sein Schicksal liegt im Jenseits. Jawohl. Das entspricht der Wahrheit. Was wäre hier eigentlich passiert? Stabschubdüsen verbrauchen gar keinen Dingenskirchen, hä? Was? Moment mal. Nein, 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 nein. Ach so, oh Gott. Oh nein, wir hatten nichts. Wieso? Ich möchte hier raus, Freunde. Nicht wieder rein. Ich will da wieder rein. Raus, muss er. Ja, finde ich halt noch ein bisschen langsamer. Oh nee, jetzt. Wieso hat er sich so gedreht? Oder jetzt im Menü hat er sich da so schnell gedreht, während wir im Menü waren? Wir haben doch nur mal kurz geguckt, wie es mit der Startschubdüse ist. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was im Hintergrund da passiert ist. Ja, ja, gut, gut, gut. Ich will da gar nicht aussteigen. Ich will nämlich sofort hier wieder einsteigen. Und dieses Ding ganz verlassen. Weil wir dann zu langsam dafür, dass wir uns dann direkt gedreht haben. Unentdeckt. Unentdeckt von niemandem. Entdeckt. Alles unentdeckt. Egal, wir haben ja jetzt Koordinaten für ein schwarzes Loch bekommen. Oder sagt bloß, der findet jetzt mal Anomalie. Aha, das ist das schwarze Loch, ne? Da ist nicht, ja, genau, schwarzes Loch. Und, na, was? Was drehst du denn jetzt so? Wiege Richtung schwarzes, in Richtung schwarzes Loch? Wiege Richtung Atlas-Schnittstelle? Ah, es gibt doch hier keine Atlas-Schnittstelle. Da zeigt die uns einfach nur quasi nur einen Weg oder was. Und egal, wir, irgendwann müssen wir halt quasi dann aufhören zu warpen. Ich verstehe, ich verstehe. Na, dann machen wir ein schwarzes Loch.
So, wir können nämlich richtig gut da hinreisen, immer jetzt. Mit dem Warp, ich weiß nicht, ob es da jetzt überhaupt noch eine Begrenzung gibt, ob wir jetzt dann theoretisch einfach überall hin warpen können. Einfach mal so, grenzenlos und so. Ich weiß nicht. Ah, jetzt, Warp heißt Kaffee trinken. So. System Okawak. Wow. So, das ist sehr schön. Warum zieht dieses schwarze Loch nicht die ganzen Raumschiffe eigentlich ein? Bin die da schon so direkt? Wow, okay, du bist Orumrit Aimat. Wir nehmen nur ein bisschen Tamium mit und dann geht's sofort weiter ins schwarze Loch hinein. So. Bam. Mach mal, geht das auch mit Impuls? Nee, geht nicht. Na, wegen der Raumstation. Okay. Na gut. Dann eben so. Dann eben so. Und nicht anders. Können wir uns da jetzt noch drehen? Minimal. Minimal. So. Und ab die Post. Ah, das ist kein Ziel. Und also die Geschwindigkeit ist jetzt links unten tatsächlich null. Nichts Abgefahrenes oder sowas. Ich meine, ich gedacht, dass da irgendwie eine abgefahrene Geschwindigkeit einfach so dasteht. Ah, jetzt. Oh, was ist das? Ein Notfallsignal. Mhm. Wollen wir vielleicht gleich mal hin. Wow. Eine Schlacht? Wie eine Schlacht? Komm, machen wir keinen, machen wir keine Schande, Mann. Nein, wir wollen eigentlich zum Notfallsignal. Oder ist das die Schlacht? Sonst wird uns ja nichts angezeigt, oder? Wir haben ja einen ganz normalen Planeten halt wieder und so. So, Notfall. Kein Fall. Vielleicht hätten wir zwischendurch eigentlich mal so eine Raumstation aufsuchen sollen. Ah ja. Ist schon eine feindliche Störung, geht also nichts. Was ist denn das für ein Notfallsignal? Da ist doch nichts jetzt zu sehen, oder? Da sehen wir jetzt noch kein Objekt. Sondern nur dieses Ausrufezeichen. So, dann zeig mal. What? Bitte was? Bitte was? Das ist also... Okay, einfach nur ein Signal. Super. Na, das war jetzt ja ganz großartig. Hat sich gelohnt. Wohin müssen wir denn... Feindliche Stimmen? Was? Ernsthaft? Wirklich noch? Müssen wir erstmal... Ach, auch Impuls? Geht nicht, natürlich nichts jetzt. Können wir gar nichts machen. Ja, aber sonst, das ist ja gar keine, das sind doch gar keine Feinde hier. Sind das die Feinde, Mann? Wir haben ja nicht mal eine vernünftige Waffe. Phasenstrahler ist beschädigt, ne? Können wir gar nichts machen. Phasen, ne? Und nur weil das beschädigt ist. Alles klar, Photonenkanone haben wir. Also dieses Ding müssen wir reparieren. Wir brauchen Iridium und Platin. Oh, nee. Aber wir werden doch jetzt nicht 13 Minuten... Ah ja, okay, jetzt geht's. Na, Gott sei Dank. Fliegen wir nämlich schnell zur Raumstation. Und hoffen auf... hoffen auf ein bisschen Iridium und Platin. Ansonsten... Ah, weißt du was? Nehmen wir bloß auf mit der Raumstation. Wir machen das per Hand. Was? Da ist er. So. Wir sind ja gleich da. Der Planet ist gleich da. 5 Sekunden und Iridium und Platin. Echt kein Problem. Das ist einfach immer auf jedem Planeten. Da haben wir wieder einen neuen Planeten gesehen halt. So. Und dann können wir gleich mal das Zeug mitnehmen. Alles kein Problem. Dauert jetzt eine Minute und dann sind wir durch. Vielleicht 2 Minuten. Wer weiß. Vielleicht auch 3. Aber normalerweise dürften wir das gleich haben. So, William Depot. Siehst du, da haben wir schon mal unser Iridium. Gar kein Problem. Links unten haben wir nochmal Plutonium gesehen. Das haben wir alles gleich.
So, moderat, niedrig, mangel und leer. Super, also nackter Planet. Einfach mal ein bisschen schön abbauen. So. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Vielleicht verlieren wir nämlich öfter noch irgendwelche Technologie und dann können wir das damit gleich aufladen. Für Warp müssen wir wahrscheinlich eher nicht mehr sorgen. So, und da unten haben wir vom Raumschiff aus schon mal ein bisschen Plutonium gesehen. Das nehmen wir auch mit, weil wir fast nichts mehr haben für die Startschubdüse. Zack und zack, hier, komm. So, 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 sehr gut. Und dann brauchen wir noch Platin. Platin. Oh, jetzt sehe ich kein Platin auf diesem Planeten. Verrückt. Verrückt. Na gut, der ist auch ziemlich kahl. Ah, nee, Moment, das ist ja auch, oder? Das ist nicht, nee. Wow. Verrückt. Verrückt. Na gut, dann steigen wir direkt ins Raumschiff ein. Iridium haben wir mehr als genug. Trotzdem aber nochmal checken. Oh ja, 188. Und Platin brauchen wir. Und zwar 21 Platin. Kriegen wir nicht. Dann fliegen wir los, laden die Startschubdüsen auf mit Plutonium, das wir gerade eingesammelt haben. Yep. Und suchen wir uns irgendwo gleich mal den nächsten Planeten, von dem wir uns dann das Platin holen. Weil da jetzt mit echt keine Lust auf Raumstation, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Gibt es ja eh nichts zu sehen, so eigentlich. Und auf dem Planeten können wir wenigstens immer so ein bisschen... Vielleicht sehen wir ja mal was Neues. So, 20 Minuten, das dürfte mit dem Impuls sofort da. Siehst du, 8 Sekunden sind wir gleich da. 5 Sekunden, echt, ist das vielleicht sogar so ein Mond? Vielleicht kann ich so einen riesen Teil. Möglicherweise. So, ist es, schon sind wir da. Alles gar kein Ding. So, vorne schon mal ein bisschen Station. Gut, gut. Ah ja, okay, da sehen wir schon mal Pflanzen. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich ein Zeichen. Wenn es Pflanzen gibt, wird es auch Platin geben. Da vorne sehen wir schon mal einen Klumpen Gold. Oder auch Emeril. Brauchen wir auf gar keinen Fall. Siehst du, da. Da haben wir schon mal. Vielleicht auch irgendwo gleich in der Nähe. Nö, nö, nö. Doch, doch, doch. Nämlich gleich hier. Platin. Siehst du? Easy. Wie sieht es hier mit Tieren aus? Einige, einige. Das ist geil. Das mit dem großen, großen Planeten hier, das ist geil. Sowas, ja, das wäre sehr schön für unsere Erde. Sowas, das gefällt mir tatsächlich immer schon auch in so Sci-Fi-Filmen und so. Finde ich immer schon sehr, sehr nice. Wenn man auf einem Planeten ist, auf einer Planetenoberfläche und dann direkt so einen zweiten Planeten leicht mal so da hat. So nebendran in unmittelbarer Nähe. Schaut schon sehr abgefahren aus, sowas. Finde ich immer schon sehr, sehr nice. So. Wenig scannen. Gut. Aber reparieren können wir jetzt. Ne? Ja, genau. Zack. Und alles bestens. Achso, die müssen wir auch reparieren. Ah, das war das Problem. Und aufgeladen. Und Kohlenstoff und Plutonium haben wir einfach alles rein, was wir haben. Und hier, ah, Plutonium haben wir nicht mehr. Können wir da jetzt mal... Ja, komm, sag mal. Kohlenstoff. Kohlenstoff nehmen wir uns gleich mal mit. Nicht Eisen, nicht Eisen. Da brauchen wir Pflanzliches für Kohlenstoff. Eisen, Eisen, Mann. Ich hätte hier vorne, da vorne. Links, das wird nochmal Eisen sein, genau. Aber hier rechts dieses Pflänzchen. Das wird doch bestimmt Kohlenstoff sein. Was ist das? Titan. Brauchen wir tatsächlich auch immer wieder mal. Ist da nochmal so ein Titansplitter? Tatsächlich. Richtig nice. Schön. So. Ja, genau. Da haben wir mal richtig gut Kohlenstoff. Zack. Ein. Alles, was Pflanzen sind, nämlich was wir abbauen können, ist immer Kohlenstoff. So, Plutonium nehmen wir auch ein bisschen mit. Zack. Das ist natürlich wieder Kohlenstoff.
Ach, hallo ab. Ach, hallo ab. So, ist Kohlenstoff. Kohlenstoff. Nochmal. Hier nochmal. Also noch, ja, ja, Feinde. Lappalappapp. Kohlenstoff. Kohlenstoff. Lass uns mal den Kohlenstoff noch ein bisschen mitnehmen und dann. So, gib mal Ruhe. Gib mal da an Ruhe. Geld. Na. Dann halt nicht. Bist du, ein Depp. Du bist ein echter Depp. Ein Neutrino-Modul haben wir dann jetzt auch nochmal. Supi. Supi, super. Hep. Hüpp. Hüpp. Hopp. So, dann sind wir jetzt mal schön in Sicherheit. Na? Achso, oh Gott, ich habe jetzt gewartet, dass irgendwas passiert. Ich muss ja natürlich irgendwas drücken, damit was passiert. Von selber geht da nämlich nichts. So, wir stellen mal Suspensionsflüssigkeiten her. Aus wie viel? 50 Kohlenstoff. Na komm, wie viel Kohlenstoff haben wir mitgenommen? Oder wie viel haben wir noch? Da. Ah, mehr als genug. So, und dann brauchen wir einen Elektrondampf. Ah, was haben wir dafür noch? Plutonium, gut. Dann steigen wir aus und holen uns ein bisschen Plutonium. Ach, guck mal, Wissenstein. Na, guck mal, Wissenstein. Den nehmen wir doch mal mit. Gold, nee. Föderation. Und echt Plutonium, habe ich ganz vergessen, Mann. Ganz vergessen, dass wir da Plutonium dafür brauchen. Und warum gibt es hier nämlich nicht so da vorne Plutoniumsplitter? Aber vielleicht, ja doch, ja, sind so mittelgroße Plutonium-Dinger. Geht schon. Geht schon, geht schon. Unten, vielleicht finden wir noch irgendwo unterwegs eine Höhle, dann nehmen wir das auch noch mit. Weil in Höhlen, wie wir wissen, ist eigentlich immer das meiste Plutonium versteckt. Normalerweise. Blitzwerfer nachladen. Gott, Gott, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, der Blitzwerfer. Was? Ernsthaft? Ach so. Oder? Nee, doch, passt doch. Passt doch. So, haben wir irgendwo noch mehr Plutonium? Abladen können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Wenn wir schon da sind. So. Da ist nochmal Plutonium. Ne, das Tamium. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ah ja, da siehst du mal. Nochmal ein bisschen Plutonium. Zack. Eine neue Technologie, die wir natürlich schon kennen. Was sonst? Hier haben wir aber Plutonium. Und Plutonium da. Was kennst du denn hier? Wir haben nichts gemacht. Also hier haben wir jetzt wirklich nichts gemacht. Freundchen. Schildplatte. Und hier nochmal Plutonium. Und schauen wir, was nochmal da drin ist. So, Gesundheitsregeneration. Na klar. Plutonium, Plutonium. Na, so kleine Kristalle. Dann nehmen wir halt die auch mit. Die kleinen. So. Aber jetzt können wir auf jeden Fall. Boah, echt ernsthaft. Kein Platz mehr. Hast du weg? Elektronendampf. Antimaterie. Und dann eine Warpzelle. Tamium brauchen wir dafür. Okay. Suspensionsflüssigkeit. Elektronendampf, Plutonium, Suspensionsflüssigkeit, genau. Ah, für Antimaterie brauchen wir Iridium. Iridium, Elektronendampf und Zink. Ah, siehst du mal. Hätten wir doch nochmal mehr, mehr Iridium mitgenommen. Ein bisschen mehr Iridium. Wo ist das Schiff? Weil da war doch gleich eigentlich in der Nähe vom Schiff, oder nicht? Ja, nicht unmittelbar. Na, da oben haben wir nochmal Platin. Kriegen wir das von hier weg? Jo, Plutonium natürlich. So, aber das Helium zu weit weg, ne? Ja, schade.
Hier in der Raumschiff in der Nähe haben wir nicht. Naja, fliegen wir ein Stück. Stückchen fliegen, ein bisschen Heridium mitnehmen wieder. Ah ja, und hier ist ein Höhleneingang, dann dürfen wir wahrscheinlich auch noch Plutonium haben und dann sind wir eigentlich gut gewappnet für den weiteren Verlauf der Reise. So, kommst du mit? Zzt. Zzt. Gott sei Dank gibt's doch überall. Also wäre ein bisschen ärgerlich, wenn. Also ich finde zwar ärgerlich, dass es andere Elemente nicht so oft gibt wie Heridium oder halt zumindest ein bisschen öfter, halt schwerer zu finden. Weil Heridium findest du ja echt. Also es ist massig einfach vorhanden, massig. Neutrino-Modul haben wir weg, brauchen wir nicht unbedingt. Und Heridium, wo bist du? Heridium. Da. Gut. So. Und was brauchen wir noch dafür? Antimaterie? Zink, theoretisch noch. Haben wir aber im Moment noch, Gott sei Dank. So, und hier können wir schon eine Warpzelle herstellen. Können wir die auch direkt schon mal aufladen? Sehr schön. So, Plutonium geht mit. Hat da vorne gleich einmal Zink. Wunderbar. Was will man mehr? Ja, scan du nur. Scan du nur, scan du nur. Skandalös ist das. Skandalös. What? What? Wo ist denn das? Ist das hier versteckt? Ja, ist tatsächlich irgendwo da. Ha, da siehst du mal. Ha. Haben wir uns gut erscannt. Dann nochmal zwei Zink, die nehmen wir auch noch mit. Oh, ist das wichtig. Aus dem Gestein. Ihr fiesen Zinkdinger. Boah, so viel Zink da vorne. Ja, das nehmen wir mit eigentlich. Was? Ne, das ist Titan. Titan brauchen wir auf jeden Fall auch, aber es hilft uns nicht bei der Herstellung von Antimaterie bzw. diesen Warp-Zellen. Ah, Plutonium. Wollte ich schon wieder. Ah, das grüne Gold. Komm, nehmen wir auch noch mit. So. Ach, das sind hier solche Würfel. Ja, die sind ein bisschen was wert. Ah ja. Nee, komm, pfeif mal drauf. Brauchen wir nicht. Im Moment nicht. Und ja, wenn wir es brauchen, dann wissen wir es jetzt noch nicht. Und dann hier und kein Platz und so. Wisst ihr Bescheid. Ach so. Wirklich? Auch nicht mal mehr für das. Auch nicht mal mehr für Tamium. Gut, dann sind wir gesättigt, würde ich sagen. Dann holen wir uns da nochmal Wissen. Da sind wir nämlich bestimmt noch nicht gesättigt. Da gibt es noch einiges zu lernen. So. Ein Gagwort. Supin. Und dann geht. Oh, guck mal, hier direkt nehmen wir unser Raumschiff, aber wir haben voll. Da geht's. Los auf die Reise, aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ja, so ist das. Die ist nämlich jetzt vorbei. Aber mal schnell abspeichern. So. Und genau an dieser Stelle wird das gleich nochmal die nächste Folge losgehen. In der sehen wir uns dann auch gleich morgen. Ja, und für mich gleich sofort. Tschüss, ciao, servus, danke fürs Zusehen. Baba.